Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Nun, heute kümmern wir uns um Aufzählungen. Wir haben ja schon so eine Art Aufzählung gemacht. Wo war das? Muss ich nach unten scrollen? Hier, da der Start und so weiter. Da hatten wir schon so eine Art Aufzählung. Aber es geht auch anders. Ja, es geht auch anders. Hier haben wir das machen können, weil wir dazwischen die Bilder gemacht haben und so weiter. Da passt es meiner Ansicht nach ganz gut. Ich möchte heute eine andere Möglichkeit der Aufzählung machen. Wollen wir da besondere Editiermöglichkeiten. Mache ich hier eine neue Überschrift hinein. Nenne diese Überschrift 3, Aufzählungen. Eine Möglichkeit, in Word Aufzählungen zu machen, sind Aufzählungszeichen. Ja? Wie macht man das? Da oben drückt man drauf. Ja, kann man sich aussuchen, welche Aufzählungszeichen man will. Standardmäßig ist dieses Ringel da, aber wenn man einfach drauf drückt, hat man dieses Ringel da. Ja. Man wählt aus dem Menüband Start die Option Aufzählungszeichen. Schon ist man in einer Aufzählung. Punkt markiert, ja, erster Punkt praktisch. Ja. Wenn ich jetzt die Eingabetaste drücke, bin ich im zweiten Punkt. Ja. So funktioniert das. Ja. Also jedes Drücken der Eingabetaste fügt einen neuen Aufzählungspunkt hinzu. Drückt man Umschalt und Eingabe, dann wechselt man die Zeile. Es kann ja sein, dass ich auch hier mit Eingabetaste nicht einfach einen neuen Punkt beginnen will, sondern ich möchte, dass da eben so eine Art Absatz drinnen ist. Ich muss Umschalt drücken und dann die Eingabetaste, dann bin ich in der nächsten Zeile. Technisch ist es noch immer der gleiche Absatz. Also es gibt eigentlich zwei Eingabe. Das ist eines ist Absatzwechsel und eines ist Zeilenwechsel. Jetzt habe ich einen Zeilenwechsel gemacht. Ja. Damit macht man einen Zeilenwechsel. Wechsel. So. Ja. Technisch ist man immer noch im gleichen Absatz. Ja, ist wichtig. Wenn man zu einer Aufzählung Unteraufzählungen hinzufügen will, ja, also sagen wir jetzt bei einem Punkt, möchte ich nochmal unterteilen verschiedene andere Punkte. Ja, das möchte ich dann vielleicht irgendwie kennzeichnen. Ist brauchen wir wahrscheinlich. Eine Möglichkeit ist, sind. So, passt. Und auch zu viel will. Drückt man die Eingabetaste, so, jetzt hätte ich eigentlich den nächsten Aufzählungspunkt, ja? Und dann drücke ich die Tab-Taste mit einem Druck auf die Tabulator-Taste wechselt man auf die nächste Ebene
der Aufzählungen. Ja, also jetzt bin ich praktisch, jetzt habe ich unter diesem vierten Punkt an und für sich, habe ich jetzt neue Punkte hinzugefügt. Einen neuen Punkt, wenn ich hier Enter drücke. Funktioniert die Eingabetaste wieder in dieser Ebene. Punkt. Ja. Will man diese Ebene wieder verlassen, dann drückt man abermals die Eingabetaste. Jetzt bin ich in dieser Ebene und jetzt mit Umschalt und Tab bin ich wieder, also mit der Tabulator-Taste kann ich praktisch jetzt zwischen den Ebenen herumwechseln. Ja? Mit Umschalt und Tab wechselt man wieder eine Ebene höher. Ja? Die Tab-Taste wird also zum Wechseln zwischen den Ebenen verwendet. Gut. Und was ist, wenn ich Tab machen will? Die originale Tab-Funktion ist mit Steuerung erreichbar. Also wenn ich jetzt einen Tab machen will, Steuerung, Tab, Forschung. Ja? Die Aufzählung kann beendet werden. Ja, jetzt, wenn ich mal Enter drücke, dann bin ich immer in der Aufzählung. Ja? Indem man die Eingabetaste drückt. Jetzt bin ich praktisch im nächsten Punkt, ja, und dann drücke ich es nochmal. Und dann drückt man nochmals die Eingabetaste. Damit wird die Aufzählung verlassen. Nochmals. Ja, alles Mögliche falsch geschrieben. Wie gesagt, ich bin kein begabter Tipper. Gut, drücken wir nochmal die Eingabetaste, die übrigens groß geschrieben wird natürlich. Das ist also eine Möglichkeit. Ja. Eine andere Möglichkeit ist die Nummerierung. Nummerierung wählen wir auch von da oben aus, nur diesmal nehmen wir eben die Nummerierung. Back. Und auf einmal steht da nicht erster Punkt, sondern erstens. Ja. Erstens. Mit der Auswahl des Punktes Nummerierung aus dem Menüband kann man eine nummerierte Liste starten. Ja? Diese zählt die Aufzählungspunkte. Erstens, zweitens, drittens, gell? So schaut das aus. Auch hier ist es möglich, Unterpunkte zu generieren.
geht ganz genauso. Enter, Tab. Das geht genauso wie oben beschrieben. Die Nummerierung unterscheidet sich jedoch je nach Listenebene, Aufzählungsebene, Listenebene, ja. Kann man auch in die dritte. Das wäre zum Beispiel die dritte Ebene. Diese ist römisch nummeriert. Das kann man aber ändern, wenn man will. So geht es. Damit hätten wir die Nummerierungen behandelt. Das Beenden einer nummerierten Liste geht wieder genauso wie oben beschrieben mit Eingabe und nochmals Eingabe. Und schon sind wir wieder im normalen Text. Puh! Ja, also, Aufzählungszeichen, Nummerierungen kann man relativ häufig verwenden. Ja. Das macht gleich dann viel mehr Spaß, weil, wenn ich da zum Beispiel einen Punkt dazufügen will, tschak, werden die anderen mit nummeriert. Das hat einfach einen Sinn. Es hat einfach einen Sinn. Ja. So funktioniert das, ja, mit Aufzählungen und Nummerierungen. Manchmal, ich meine, Nummerierungen. Manchmal möchte man einfach eine laufende Nummer irgendwo drinnen haben. Ja? Indem man sagt, ja, das ist halt jetzt Zitat Nummer 12, ja? Zitat Nummer 13, Zitat Nummer 14, Zitat Nummer 15 und so weiter. Und wenn ich Zitate dazufügen will, möchte ich, dass nicht alle Zitate Zitat nummerieren. Zum Beispiel, ja. In meinen Skripten sind üblicherweise die Videos nummeriert. Da steht Video 1, Video 2, Video 3, Video 4 und so weiter. Und wenn ich ein Video dazufüge, möchte ich, dass die anderen mit durchnummeriert werden. Ja. Wie geht das? Ja, wie kann ich mir ein Feld definieren, das automatisch, immer wenn ich dieses Feld verwende, um eins größer wird? Also genauso wie hier die Nummerierungen, ja, nur halt irgendwo im Text, über das gesamte Dokument verteilt. Das werden wir uns das nächste Mal anschauen. Ja. Nummerieren von Nummernfeld. Nennen wir es Nummernfeld. Nächstes Mal. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.